heute steht uns der dritte Tag bevor. Wir wollen zum Gardasee. Und bevor ich es vergesse, das ist von gestern Abend, also... Die haben den getrollt und haben wasserfestes Make-up-Zeug drauf gemacht und jetzt hat er das immer noch drauf. Wir gehen also erstens zum Gardasee, zweitens gehen wir auch noch in so ein komisches Bergwerk. Und halt mal im Zentrum. Und ja, wir können... Guck dir diesen Spaß an, Alter, schau. Und wir versuchen natürlich, das für euch alles mitzufilmen und so. Nee. Wir sehen uns. Also, wir sind jetzt hier am Gardasee angekommen und wir werden gleich auf dem See da an der Küste lang so eine Schifffahrt machen. Und da werden wir dann auch noch ein bisschen filmen und ja. Das war's. See. Schaf jetzt. Ich bin jetzt hier auf dem Schiff. Es ist ein bisschen laut hier, deswegen versteht man mich wahrscheinlich. Wir machen gerade eine Zeit auf. Das sind hier die Fäden. Ey, wir haben da oben den Illuminaten-Dreieck entdeckt. Also, wenn das ein Sprungturm wäre, wie hoch glaubt ihr, wäre der? So ein 100er? 50 Meter. 150. Das da oben, das wären schon fast 500. Das da unten ist eine Brücke, im Vergleich. Die Brücke ist aber hier, wenn du Meter von dem hoch springst, 100, dann 150 und da oben 300 vielleicht. Ein Kilometer. Okay. So hoch ist noch nicht mal der höchste Berg der Welt. Nein, der höchste ist 800. 8000. Steinschwänze. Oh. Okay, eigentlich sind sie gar nicht bunt, eigentlich sind sie nur. Hi. Ja, Fabio zählt dazu. Da steht Markus drauf. Jetzt genießt eine kurze Zeitraffer über den Gardasee. Bis gleich. Warum bis gleich? Hör auf, das zu sagen. Warum sage ich das immer? Drop the back. So, wir sind hier auf dem Rostkopf. Ja, wir werden gleich abstürzen und sterben. Wir sind hier in so einer ja, eigentlich nur Marvin, weil der hässlich ist. Ja, weil der hat einen schwulen Hut an. Wir sind in einer nicht so sicheren Gondel. Ja. Lalalalalala. Ich bin jetzt ein Meme. Oh fuck, ist das schnell. Okay. Wow, ganz schön. Das haben wir hier. Fühlt sich ziemlich, ja, ziemlich unsicher an. Hoffentlich fliegt die Gondel runter und Marvin stirbt. Nein, hoffentlich. Das wäre noch gruseliger, wenn die vor uns runterfliegen würde und wir wissen, dass die aus nächstes runterfliegen. Ja, das Seil reißt einfach, wenn wir mitten am höchsten Punkt sind. Oh, halt die Schnauze. Memes. Ja, das ist dezent gruselig. Leute, ich bin der Typ mit der Fedora. Mit der Fedora. Das ist dezent gruselig. Dem Fedora. Das ist doch nicht gruselig um mich. Weißt du, was auch gruselig ist? Meine Schwanzgröße. Markus, das bleibt drauf. Was ist das doch gruselig? Höhlangst, du Fotze! Okay, Tourette. Dezent, dreh dich um und rede mit der Kamera. Höhlangst, du Fotze! Ich meinte eigentlich, dass du dich ein bisschen abkaumst. Guten Tag, mein Name ist Vincent Sotte. Willkommen bei der Telekom. Vinzenzischen Morgenschau im... Hier drüben Telekom. Sehen wir einen Down-Syndrom-erkrankten Spasti. Telekom. Wie Sie sehen, ist er sehr hässlich. Nein, nicht der. Der ist noch völlig normal im Vergleich zu dem Ding da. Und nun ja, was soll ich sagen? Es ist ein Fall von 1 in 100. Und der hat ziemlich Pech gehabt mit seinem hässlichen Körper-Dingens. Ja. Passiert. Breakfast! Okay. Adventure. Ein Adventure für 10 Sekunden, Digga. Du fällst runter, brichst dir die Knochen und dann bleibst du für Stunden da liegen, bis dich jemand findet. Das ist Facebook. Adventure Time! Like es doch auf Facebook! Like und share es. So, vorher in der Gondel, nachher im Krankenhaus. Einfach, du bleibst gleich hässlich. Andreas Anders. Andreas Anders.
als nächstes. Also als ja, ich bin auch anders. Ey, das ist copyrighted. Lass sie sehen. Einer von uns ist Leon! Schon besser. Okay, das ist copyrighted. Das hört sich so an. Als wäre die Originalversion, als das Schicke so. Einer von uns ist Leon! Der fängt dann zusammen. Breakfast! 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 What's going on here? Breakfast! Was? Oh, das geht ja noch ein bisschen. Ich dachte, das wäre jetzt eigentlich What fertig. The fuck? Ich, Mann, ja. Nein. Viel Spaß. Wenn das ist ja... Das ist ja einfach schöne Stadt. Das ist ja schick schöne Stadt. Ah! Was Vincent Piss aus dem Fenster. Weißt du was? Ah! Da kommt's. Ah! Guck mal, die sitzt so rum, damit die nicht runtergucken muss. Tschüss, Pussy. Du sagst der selbst so sitzt dabei. Rücken hat sie geschissen. Nicht hält meinen Schwanz fest. Der Nähe. Denn ich sehe so hässlich. Oh, Alter. Das ist so ein richtiger Horrorfilm-Klischee-Szene. Was? Keine Ahnung. Wir müssen dann danach hier runter. Sag mal ein Problem von dir. Was sind deine Probleme? Schwanzgröße hauptsächlich. Weißt du was? Das hört sich an wie dein Problem. Fick dich. Okay. Entschuldigung. Oben auf dem, wie heißt der Berg, David? Rohrkopf oder so? Auf dem Rohrkopf. Nee, das steht da nicht. Rostkopf, du Pfosten! Rostopf. Ja. Rostopf. Und ich glaube, jetzt wandern wir bis nach ganz oben. Ich glaube, da müssen wir jetzt hoch. Ja, wir sehen euch oben. War das in Aufnahme? Ich guck hier einfach so kurz durch. Das sieht geil aus, Alter. Man sieht. Alter, wir sind gerade so ungefähr 2 Stunden gelaufen. Wir dachten, das ist der höchste Punkt, wir kommen auf den Berg und sehen das. Das sieht jetzt vielleicht auf dem Ring nicht so groß aus, aber das ist so schön. Als ob wir da jetzt hochlaufen, halt. Wenn wir da wirklich hochlaufen. Wir laufen da hoch jetzt. Nee. Siehst du nicht den Weg, wie der da hochgeht? Wir laufen da nicht hoch. Ich gehe da nicht hoch, ich weigere mich. Ich weigere mich. Ich lege meine. Ich glaube, wir sollten mal weitergehen. Let's go. Weil wir doch nicht auf den höchsten Punkt mussten. Es ging dann davor zum Glück wieder runter. Ziemlich viele Leute freuen sich und wir können bald endlich nach Hause. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Doomsday. Wisst jetzt vielleicht nicht, was das ist. Ich erkläre das später, wenn wir Zeit haben. Ich hoffe, wir gehen bald. Markus holt sich erstmal einen fetten Fedora. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns heute Abend wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir noch was machen, wenn nicht, dann halt heute Abend. Ciao. Das ist so. Wir sind jetzt wieder zurück, zum Glück, und das hat sich gerade sogar nicht und dieses Bergwerk-Ding wurde auf morgen verschoben. Ja, mir wurde es aber heute Morgen falsch gesagt, dann. Spaß, Sima. Ja, es wurde auf morgen, also morgen gehen wir da hin. Wir waren jetzt noch so in einer anderen Stadt. Ich habe jetzt noch eine neue Cap, also ich habe mir 2 neue geholt. Und ja, jetzt gehen wir erstmal im Pool. Und wir sehen uns am Morgen, Leute. Auf Wiedersehen.